So, mein Name ist also Olaf Schubert und ganz klar, ich beschäftige mich ja mit Problemen. Und wenn man, wie ich dies tut, wenn man die Welt kritisch analysiert, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass alles momentane Übel eigentlich in einer Wurzel mündet, und zwar im Gesellschaftssystem. Das ist das große Problem unserer heutigen Zeit. Der faulende, parasitäre Monopolkapitalismus imperialistischer Prägung. Er hat die... Oh. Vielen Dank. Mensch, jetzt läuft's. Ja, aber ganz klar, das habe ich, also gelernt ist gelernt, da kannst du mich wecken irgendwann, früh um 12. Da kommt das wie aus dem Schubert geschossen, aber es ist so, der Kapitalismus hat die Welt im Würgegriff, denn die ganze Welt ist mittlerweile kapitalistisch, oder nicht die ganze Welt, es gibt noch zwei gallische Dörfer, die versuchen, sich dem Kapitalismus in den Weg zu stellen, und zwar sind das Nordkorea und Thüringen. Ja, rot-rote Regierung. Und ohne die jetzt natürlich in einen Topf zu werfen, also Nordkorea und Thüringen, das ist natürlich also auf der einen Seite ein stalinistisches System mit kommunistischen Betonköpfen, auf der anderen Seite halt Nordkorea. Aber wie gesagt, abgesehen von diesen beiden Enklaven regiert der neoliberale Turbokapitalismus und er ist in seiner wesentlichen Ausprägung ungerecht, denn er beutet aus, er spaltet. Er spaltet uns Menschen, er spaltet die Geschlechter. Wenn man drei Geschlechter, oder nehmen wir zwei, ne? Sagen wir mal jetzt Mann und Frau, jetzt nur mal ganz willkürlich, so als Beispiel, einfach mal reingegriffen in die Geschlechterkiste, dann erleben wir zwischen diesen Geschlechtern ein Lohngefälle, denn der Mann verdient mehr als die Frau. Jeder kann sich so eine Lohntabelle anschauen, es ist erschütternd. Ein Zimmermann verdient doppelt so viel wie eine Zimmerfrau. Ja. Gleiche Ungerechtigkeit erleben. Ähnlich Signifikantes wird sichtbar im Sektor der Verteilung der Macht. Manche haben extremen Einfluss über Lobbyverbände, über Parteien oder über Gewerkschaften. Und es gibt ja bei den Gewerkschaften einige, die sitzen wirklich am ganz langen Hebel. Die können alles durchsetzen. Es ist immer das Gleiche. Ne? Also wenn die Piloten streiken, die Lokführer oder die Prostituierten, dann bleibt alles stehen. Ja. Also das spürt man wirklich am eigenen Leib. Wenn die Beamten streiken, ist mehr keiner. So, ne? Da geht es alles ganz normal weiter. Aber es muss die Frage erlaubt sein, ist die Streikmaßnahme immer angemessen? Also ich komme, wie gesagt, aus Sachsen. Dort war über gefühlte zwei Jahre jetzt immer wieder Streik im öffentlichen Dienst. Die Kitas wurden bestreikt. Da bin ich sogenanntes Primärziel. Denn ich bin Vater von Kindern und stellenweise sogar von eigenen. Und eines Tages hat es mich halt nicht nur peripher tangiert, sondern es hat mich voll erwischt. Man will früh die Kinder abgeben und es wird gestreikt. Kein Erzieher da. Ja. Und was macht man? Also ich habe die Kinder natürlich dann trotzdem abgegeben. Also was heißt abgegeben? Zurückgelassen. So, ne, denn, naja, ich habe ja keine andere Chance. Was soll ich tun? Ne, ich muss mich ja dann auch wieder hinlegen. So. Und es war jetzt auch gar nicht so hart, wie es klingt. Ich meine, es stimmt, es waren keine Erzieher da, aber ansonsten war es wie immer. Ne, es war so Krach. Lärm, Kinderchaos und so, und dass die Erzieherinnen gefehlt haben, wurde eigentlich dann erst abends, naja, abends hat man es dann schon gemerkt, ne, denn es standen keine leeren Prosecco-Flaschen rum. ich meine das nicht despektierlich, alle müssen streiken im Kapitalismus, um ihre Rechte durchzusetzen, da bin ich stets auf Seiten der Schwachen, der Entrechteten und Geknechteten, aber bei den Erzieherinnen und Erziehern, das gebe ich zu, bei pädagogischen Berufen bin ich ein bisschen kritischer. Denn ich meine, wer sich in seiner Jugend bei vollem Bewusstsein freiwillig dazu entschließt, Erzieher zu werden, der gibt ja zu, dass er vom Leben nichts mehr erwartet. Ja? So. Und
Trotzdem muss man natürlich im Weltmaßstab feststellen, ein Kindergarten ist und bleibt ein absoluter Luxus. In anderen Regionen der Welt gibt es keinen Kindergarten, dort gibt es Kinderarbeit. Und oft ist es sogar so, dass Kinder, die körperlich schwere Arbeit leisten müssen, als europäischer Hochadel, nee, also als normaler Mensch, kleine Flachsrakete eingebaut, man fragt sich, wie kann es sein, dass gerade Kinder oft körperlich schwere Tätigkeit leisten müssen? Und es ist wie meist im Leben, dass die Antwort ist simpel und erschütternd zugleich. Denn ich meine, es ist nun mal so, wenn ein 8-Jähriger eben nicht richtig rechnen kann und nicht richtig schreiben kann, dann kann er nicht als Ingenieur arbeiten. Ja, dann bleibt nur Nähmaschine. Und die Kinder in Deutschland sind sich dafür ja zu fein. Und da muss ich sagen, da schaue ich mit Respekt nach Bangladesch. Die Kinder sind nicht so zimperlich, sondern die setzen sich hin, ritsch, ratsch, und dann wird genäht. Und die Kinder sorgen mit ihrem Fleiß dafür, dass wir hier in Deutschland preiswert einkaufen können. Und ich finde, da muss man auch mal Danke sagen. Ich finde, das ist mal einen kleinen Applaus wert. Ja. Ohne hier natürlich irgendetwas zu beschönigen oder auszublenden, wir sind uns einig, oder ich hoffe, oder ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind. Wir wissen alle, die Sachen, die von diesen Kindern genäht werden, wir wissen alle, ein bisschen mehr Mühe müssen sich die Kinder schon geben. Das ist oft wirklich unterste Charge. Das ist lieblos zusammengeschustert. Und das kann man nicht alles auf die Beleuchtungsverhältnisse in der Fabrik schieben. Ne? Ich mein, hier drin ist es auch zappenduster und ich mache trotzdem einen guten Job. So sieht's aus. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mir selber schon mal so eine billige Jeans gekauft. Aus Solidarität hier. Und was Ergebnis? Na, spliss, alles dröselt auseinander. Da wäre ich aggro. Denn man wird ja doppelt behumst. Erst ist es billig und dann geht's noch kaputt. Weil es nur um Profit geht, um Mehrwert, um Erträge, Gewinne und Dividende. Und man wird ja nicht nur bei Kleidung übers Ohr gehauen, auch wir bei Kindern, wenn wir schon bei Kindern sind, auch bei anderen Produkten. Windeln, ne? Kaufst du so ein Paket Windeln, steht drauf bis 8 Kilo, dann laufen sie aus, sind gerade mal 2 Kilo drin. Hier heißt es gegensteuern. Und wir die Konsumenten, können durch bewussten Konsum die Warenwege beeinflussen, und da bewusster Konsum so ein zentrales Thema ist, habe ich zum Thema bewusster Konsum einig geschrieben. Das Lied heißt Bewusster Konsum. Genau. So, also ein Lied gegen das System. Auf meiner Straße gegenüber, es ist nicht zu übersehen, dort steht geschrieben, fuck the system. Doch eine Frage sei mir gestattet, was soll sich verbessern, wenn man das System begattet? Viel wichtiger ist nur eins, ich rufe es euch zu, kauft ein, kauft ein, heimische Waren. Was ich heute zum Frühstück schluckte, waren hier in Mainz und Rheinland-Pfalz regional erzeugte Produkte. Meine Mango kommt nicht aus der Mangolei. Meine Südfrüchte kommen aus dem Osten. Ich rufe euch zu, kauft am besten Produkte direkt aus eurem Wohu, 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 Wohungebiet. Vielen Dank. Ja, ich denke, das hat gesessen. Was stellen wir fest, wenn wir uns die politische Weltsituation anschauen? Wir müssen konstatieren, dass der starke Mann, so der Haudegen, der Patriarch, wieder die politische Bühne betritt. Wir erleben das in der Türkei, Erdogan, Trump, Putin, wie sie alle heißen. Und innerhalb meines
psychosozialen Umfelds muss ich feststellen, dass zum Beispiel Putin viele Freunde hat. Viele sagen, das ist wirklich mal so ein ganzer Kerl, so ein Haudegen, so ein Tausendsassa. Und der inszeniert sich ja auch so als Sportskanone, so volksnah. Da gibt es so Sequenzen, ne, wo er reitet oder ringt oder Judo. Und einmal sitzt er sogar auf dem Pferd mit freiem Oberkörper, oben ohne, also ohne Polunder. Ne? Abartig, ne? Also Putin reitet mit freiem Oberkörper durch sein Reich und natürlich hat dann der Deutsche so eine stille Sehnsucht, dass unsere Herrscherin auch mal so kühn auftritt. Ne? Aber die Merkel-Euphorie ist jetzt noch ein wenig verpufft. Ne? Jetzt wird so gesagt, ja, drei Legislaturperioden hätten auch genügt. Bewertet jeder individuell, ganz klar. Also ich muss sagen, ich bin mit über 20 Jahren Honecker groß geworden. Ja, warum da jetzt nach 12 Jahren so ein überhasteter Regierungswechsel? Deshalb wie entlassen nach der Probezeit. Also da muss man feststellen, dass ja auch jetzt in Deutschland jetzt kein starker Mann in Sicht ist. So, also gibt jetzt hier keinen Trump oder so. Also der Schulz von der SPD, der hat ja mal kurz für Euphorie gesorgt, hat ja mal so mitgerissen, ist aber auch zurückgetreten völlig, ne? Also für mich auch unverständlich, ich meine, die paar Monate, die es die SPD noch gibt, hätte er auch noch durchziehen können. Ne? Und er war aber jetzt ja auch nicht der starke Mann, der war ja auch eher so, naja, den wollte man immer so streicheln, ne? So nuff, 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 wird schon, ne? So, oh ja, so ein sozialdemokratisches Monchichi. Also in Deutschland ist jetzt kein Patriarch, kein starker Mann, kein Despot irgendwie fort. Ne? Also da muss man sagen, in puncto Tyrannen und Despoten hat Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verpasst. Dabei waren wir da mal ganz vorne mit dabei. Ne? Also da waren wir wirklich führend. Ne? Und jetzt muss sich die Demokratie bewähren. Das ist schwer, denn es gibt viele Themen, unter denen eins heraussticht, also das Thema Migration. Also das bringt die Volksseele zum Kochen wie nichts anderes. Das erlebe ich innerhalb meiner Familie, wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Meine Oma, meine Großmutter, also genau, meine Oma väterlicherseits, Oma Manfred, ne, die geht sofort steil. Ne, die sagt sofort, was wird denn hier, wie viel kommt denn jetzt noch, wie soll es weitergehen, was wird denn jetzt hier aus dem Garten? Die Möhren und so und um die Radiesten hatte ich schon so ganz liebevoll kleine Stacheldrahtnester geflochten. Und wenn ältere Menschen sich empören, dann geht es ja verbal sofort voll ans Eingemachte. Dann heißt es sofort, wir sind dahin die beiden Hottentotten, wir brauchen Ordnung, ne? So ein Tohuwabohu, wer den Mohren ins Land holt, hat für ausreichend Sonne zu sorgen. Und wir debattieren da viel. Ganz klar, denn ich komme ja rum im Land, ich weiß demzufolge auch, dass die Willkommenskultur regional sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. An manchen Orten besonders regional, also wie gesagt, ich komme aus Dresden. Naja. Und ich gebe zu, der Sachse hat es schon immer schwer gehabt, seine Liebe zu zeigen. Und explizit Dresden hat ja so eine gewisse Gravitationskraft für braunen Feinstaub entwickelt. Das muss man so sagen. Also es wird ja jeden Montag, kleine orale Spasme, jeden Montag wird ja immer noch in Dresden debattiert und demonstriert, da geht es um Integration oder um Verschleierung und diese Themen. Ich will da hier auch nichts simplifizieren. Das ist sehr komplex und selbst bei einem einfachen Thema wie Verschleierung habe ich mit vielen meiner wenigen Freunde Spliss im Konsens. Denn ich muss sagen, ich sehe im Schleier sehr wohl diskriminierende Elemente für die Frau. Aber natürlich weiß jeder Mensch, alles hat seine geschichtlichen Ursachen. Wir wissen ja, der muslimische Mann darf keinen Alkohol trinken. Irgendwas muss das sich ja einfallen lassen. Ne?
Aber ich kann den Schleier deshalb nicht pauschal verurteilen. Also ich habe viele Pegida-Anhängerinnen gesehen, da wäre der Schleier die ideale Lösung. Ne? Das ist also sehr komplex. Und wir werden hier oft gefragt, so unterwegs, Mensch, was ist denn immer wieder los in Sachsen, warum immer wieder Dresden? Und deshalb muss ich auch wirklich mal eine Lanze brechen für meine Landsleute. Also es gibt in Sachsen diese pegidantischen Strömungen, es gibt aber auch in Dresden und in Sachsen aufgeschlossene, weltoffene Menschen. Ich habe jetzt noch keinen persönlich kennengelernt, aber viele meiner Künstlerkollegen, muss man hier wirklich lobend erwähnen, die haben von Anfang an den interkulturellen Diskurs gesucht, und das ist ja das Wichtigste, um Vorurteile abzubauen, denn die gibt es ja sowieso, überall auf der ganzen Welt. Ne? Die sind immer schuld, immer sind die Ausländer schuld, selbst im Ausland, das ist ja das Gute. Und in Dresden hört man eben oft sowas wie, ja, die Ausländer kommen her und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Viele ausländische Menschen haben auf den Vorwurf ja positiv reagiert, haben gesagt, okay, kein Problem. Ne, dann arbeiten wir eben nicht. Ist jetzt auch wieder falsch. Ne, jetzt heißt es hier soziale Hängematte. Und das steht auch ganz oben auf der Agenda, unsere Frauen. Das hört man auch sehr oft. Die Ausländer kommen her und nehmen uns, unsere Frauen weg. Das ist natürlich etwas, das jeder aus seinem eigenen Leben heraus reflektieren muss. Was hat er da erlebt? Also ich kann für mich sagen, ich bin seit 15 Jahren mit meiner Freundin Carola liiert. Ich hatte es so gehofft. Ne? Aber da hat sich überhaupt nichts bewegt. Ne? Also da muss man dann eben auch feststellen, dass nicht alle Vorurteile stimmen, sondern ja, es sind Menschen. Ne? Alle sind Menschen auf der ganzen Welt. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wir hier drinnen sind Menschen, hier auf dem Lerchenberg beim Dreiseit-Festival. Außerhalb Mainzens leben Menschen. Also auf der ganzen Welt, das will ich zum Ausbringen. Auf der ganzen Welt leben Menschen. Selbst in Holland. Und diese Menschen sind aber immer anders, als man denkt. Und deshalb haben wir, das kleine Ensemble meiner Freund, also meiner begleitenden Musiker und ich, ein Lied geschrieben, eine Hymne für Toleranz, die wir euch vorstellen möchten. Das Lied heißt Menschen sind anders und Detlef besonders. Detlef heute früh erwachte, hat er es gemerkt. Sein Freund lag in seinen Armen, doch etwas schien verkehrt. Detlef dachte an Sabine und wollte bei ihr sein, wollte ihre Nähe spüren, ohne sie war er allein. Das Gefühl für seinen Freund erlosch im Morgenlicht. Schloss Detlef seine Augen, sah er Sabines Gesicht. Detlef ist anders, anders als wir denken. Er weiß jetzt genau, er liebt eine Frau. Doch nicht nur Detlef ist anders, alle Menschen sind anders. Lasst uns gemeinsam anders sein, das ist besser. Alles gleich, aber allein. Kerstin ist 24 und Birgit ist 36 und sie ist eine starke Frau. Sie fährt einen Lastkraftwagen tagtäglich auf dem Bau. Die Arbeit ist sehr hart und Birgit strengt sich an. Sie transportiert Zierkies
Schüttgut und Lehm. Jedoch eines Morgens lässt sie den Lastkraftwagen stehen. Birgit hat keine Lust mehr und sie besorgt sich plötzlich eine völlig andere Arbeitsstelle. Birgit ist anders, anders als wir denken. Sie weiß jetzt genau, sie will nicht mehr auf den Bau. Doch nicht nur Birgit ist anders, alle Menschen sind anders. Lasst uns gemeinsam anders sein, anders geht es nicht. Akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Toller! Ranz! Toller! Ranz! Toller! Toller! Ranz, Ranz! Toller! Toller! Ranz, Ranz, Ranz! Toleranz hat Grenzen. Also ein starker Song und ein ganz schwacher Schluss, wirklich. Mit eurem Applaus macht das nicht besser. Macht euch mitschuldig. So, ich habe es ja eingangs meiner Introduktionspräambel schon skizziert. Wir leben in unruhigen Zeiten. Es gibt Kriege, es gibt Krisen und Katastrophen. Aber was ist das Positive? Ich beobachte es tagtäglich. Die Familie rückt wieder mehr zusammen. Wenn etwas Schlimmes geschehen ist in der Welt, man ruft sich an, man kommuniziert, man fragt den anderen, hast du das schon gehört und so. Und dieses Zusammenrücken ist für mich, also wenn ich da an meine Familie denke, da muss ich sagen, auf Zusammenrücken habe ich da null Bock, denn wir hatten nie Gemeinsamkeiten. Ne? Also ich bin Einzelkind, so wie alle meine Geschwister. Also ich habe noch eine Stiefschwester, so. Aber ansonsten kaum Gemeinsamkeiten innerhalb der Familie. Aber ich verstehe trotzdem jeden, der eine Familie gründen möchte, und ich verstehe auch jeden, der sagt, es ist schwer. Selbige, ja, also den Partner, den passenden dafür zu finden. Und da meine ich jetzt wirklich einen Partner für eine Beziehung. Jetzt nicht abends einfach so ein Quickie, na hier, höck, höck im Unterholz, ja. Das läuft. So, naja, ich meine, da ist ja auch der Mann in der Wahl seiner Partnerin relativ zügellos. Ne? Da sagt er eben hier, naja, eine Frau, klar. Hauptsache zappelt und ist warm. Ne? Aber eine Ehe ist eine ganz andere Disziplin. Ne? Also so eine Ehe, das ist Langstrecke. Ne? So eine Beziehung, das, wie der Name schon sagt, das zieht sich. Also das, ne? So eine Ehe, das geht ja, keine Ahnung, mitunter Monate. Und da ist es wichtig, dass man harmoniert. Da ist es wichtig, dass zwei Individuen in Konglomeranz zu etwas Neuem verschmelzen. Also darum geht es, dass man sich ergänzt und dass ein neues Konstrukt entsteht. Das ist das, darum geht es in der Ehe. Also es geht eben nicht mehr um Äußerlichkeiten oder so. Ganz klar. Ne? Also wenn ich in den Hafen der Ehe einsegeln will, dann brauche ich keine aufgetakelte Fregatte. Ne? Sondern einen wetterfesten Lastkahn. So. Und viele junge Menschen sind oft
ernüchtert oder schon früh frustriert, wenn es eben nicht gelingt, schnell diesen Partner zu finden. Das ist auch verständlich. Es genügt heutzutage nicht mehr, sich hinzustellen und zu sagen, hier, ich bin ein toller Typ, ich bin jetzt hier der elastische Bernd oder ne, hier der Mike mit der Mütze und jetzt gib mir mal deine Telefonnummer. Nein. Es ist wie alles, also wie alles im Kapitalismus unterliegt auch das Kennenlernen den Gesetzen des Marktes. Es geht um Angebot und Nachfrage. Und deshalb muss man beim anderen das Interesse für sich erstmal erwecken. Man muss die Neugierde schüren beim Objekt der Begierde. Und deshalb habe ich noch nie zu einer Frau gesagt, hier, gib mal deine Telefonnummer. Sondern ich sage immer, na, was schätzt du denn, was ich für eine Telefonnummer habe? Ja. Und schon zappelt der Fisch an der Angel. Also natürlich kann man mit der Vorwahl erstmal anfüttern. Ne, das sage ich immer so, mit null geht's los. Und dann kommt eine Primzahl. Und Primzahl, das ist ja so ein intellektuelles Geschoss. In manchen Gegenden. Ne? Also jetzt geht es darum, dass man diesen sperrigen Terminus, Primzahl, wenn man den in diesem emotional aufgewärmten Flirtvorgang, wenn man das so elastisch übers Gaumenzäpfchen perlen lässt, dann merkt die Frau sofort, auf welchem Level bei mir die intellektuelle Latte erregiert. Und dann hat man die Telefonnummer sicher und jetzt ist es wichtig, taktisch klug zu agieren, also nicht überhastet anzurufen, sondern erstmal etwas zu schreiben. Etwas sinnlich Romantisches. Viele Frauen lieben das, ja, das schmeichelnde Wort, das sich in die Gehirnmuschel zerebral verselbst, also so eine gereimte SMS, dass man so schreibt, o Holde, wisse, des Nächtens komme ich anbei. Stell ihn kalt den Wein und bereite dein Gebein. Ja. Na, was schreibt denn ihr? Ich meine, so. Viele schreiben dann so halbstarkes Zeug hier, hey ho, hey ho. Jetzt ist für dich jeden Tag Silvester, ich bin eine Rakete im Bett. Wäre dies mein Duktus, oder? Wollte ich dies lesen? Keinesfalls mitnichten. Also, natürlich ist es dem Menschen inhärent, dass auch stets so eine gewisse Tendenz zur Kraftmeierei irgendwie da ist. Also, mir ist auch schon mal sowas rausgerutscht, das gebe ich zu. Da war allerdings entschuldigenderweise Alkohol im Spiel. Es gab einen Feiervorgang zu bewerkstelligen. Und durch die Wirkung des Alkohols war ich dann auch so ein Stück weit dirty und ne, da habe ich dann so eine SMS geschrieben, es wäre wirklich fiesest, wenn du mir heute keinen bliesest und ich habe mich dann am nächsten Morgen so geschämt, ne, denn es heißt ja in Wirklichkeit nicht bliesest, sondern bläsest. Ne, so. Die wird ja auch gedacht haben, was ist denn das hier für ein orthografischer Vollhonk? So, und demzufolge habe ich selbstverständlicherweise kein Patentrezept zur ultimativen Anbahnung, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man auf diesem Pfade ehrlich ist und offen, dass man sich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, das gehört dazu. Nur dann kann es gelingen. Also wenn man schon ein bisschen was weiß. So, ne, also bei meiner Freundin, bei der Carola zum Beispiel, da hatte ich vorher eruiert in verschiedenen Kanälen, dass sie Tiere mag und da habe ich sie mal abgefangen, habe gesagt, Mensch, du bist doch die Carola und du magst gerne Tiere, hat sie gesagt, ja, woher weißt du das? Ich habe gesagt, nee, ich habe zu Hause ein Tier, hat sie gleich gefragt, was denn für eins? Ein ganz großes Tier habe ich zu Hause, hat sie gesagt, na, was denn für eins? Ich habe einen Elefant zu Hause, hat sie gesagt, nein, du hast keinen Elefant, doch, ich habe einen Elefant, nein, hast du nicht, doch, nein, du hast nicht, doch, ich habe einen Elefant zu Hause, habe ich gesagt, guck mal, hier sind schon mal die Ohren. So. Ne? Also ganz, ganz spielerisch. Ne? Und dann,
Dann haben wir ganz lange über den Rüssel geredet. Man hat ja so seine Vorstellungen von Mainz. Aber dass es wirklich zum Äußersten kommt, also das ist... Naja. Ein Tag geht das schon mal. Also, ja. Auf solche Situationen kommt es an, ne? dass man den anderen irgendwie abholt. Und wie soll ich sagen, jeder hat doch schon mal jemanden kennengelernt oder hat es versucht. Und was spürt man als erstes? Man spürt, sind die Anknüpfungspunkte da. Und das Faszinierende war, deshalb kann ich auch so euphorisch davon berichten, bei Carola und mir waren sofort die Gemeinsamkeiten da, die gemeinsamen Hoffnungen, die gemeinsamen Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Und das Tolle war, Carola und ich, wir hatten beide von Anfang an den gleichen großen Wunsch. Wir wünschten uns beide eigentlich einen anderen Partner. Das hat uns zusammengeschweißt. Meist ist natürlich immer so, dass einer dann aus diesem Beziehungskorsett ausbricht. Das war in diesem Fall ich. Ich beging einen Fehler, ich bin fremdgegangen. Das ist falsch. Ich wusste es vorher, dass es falsch ist, aber trotzdem muss man manche Erfahrungen eben selber durchleben. Und mittlerweile weiß ich, dass nicht nur Fremdgehen falsch ist, sondern ich habe das Fremdgehen auch nur falsch umgesetzt. Das fand bei uns zu Hause statt. Und wie es so ist, dann hat uns Carola in flagranti, sagt man da so, sie hat uns in flagranti ertappt. Also damit war es nicht zu rechnen, aber wie es so ist, sie kam plötzlich zurück. Nach der Entbindung, Kind auf dem Arm. Und da war sie angefressen, klar. Ich meine, naja, sie hat jetzt keine Szene gemacht, aber als sensibler Mann, man spürt das sofort. Ne? Und ich habe Gott sei Dank intuitiv richtig reagiert. Ich habe gleich mit der Wiedergutmachung begonnen. Ich habe gleich die Bettwäsche gewechselt. Selber. Ja, und habe als erstes gesagt, Carola, da will ich kein Danke hören. Das ist für mich selbstverständlich. Ne? Aber der Riss war nicht mehr zu kitten. Wir haben uns scheiden lassen. Die Narben sind verheilt. Das ist das Gute. Und mittlerweile habe ich einen neuen Partner kennengelernt. Carola als ob auch selber. Und das war bei mir letztes Jahr der Fall. Auf Tournee waren wir unterwegs. Und da habe ich war so ein Festival ähnlich wie hier. Das Dreisat-Festival war das Sat.1-Festival. Und da... sah ich Backstage eine Sängerin, das war die Backstage-Sängerin von Susi Quattro. Die kennen einige noch Susi Quattro? Ja, weil immer viele machen sich lustig und sagen, Susi Quattro, was ist denn das für ein komischer Name? Das ist natürlich ein Künstlername. Ich kenne Frau Quattro persönlich, ne? Sie ist ja geborene Stereo. Und jedenfalls sah ich ihre Background-Sängerin und die war sehr attraktiv. Die hatte hohe Schuhe, so enge Lederhosen, so ein geschicktes Wams. Also wirklich sehr schick und da wusste ich sofort, genau, so eine steht mir zu. Und wir sind jetzt liiert und ich habe für sie einen Song geschrieben. Das ist ein Lied auf Englisch, denn meine neue Freundin Pamela kommt, also sie spricht, also kommt nicht aus England, kommt aus Amerika, spricht aber trotzdem hervorragend Englisch. Und das ist ein Soul-Song, den ich für sie geschrieben habe, so unser erstes Kennenlernen, unsere erste Begegnung. Und das Lied heißt... Hallo Mädchen, aber auf Englisch, ne? Das werdet ihr dann merken. Hey girl, I see you the first time on the dance floor in a club. Hey girl, I see you smoke a
cannabis joint. I ask you, hey girl, could I have a train? One train at your joint, at our first situation. We have problems with translation, but now it's better. Hey girl, I sing for you, I sing Pamela, Pamela la 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 la, Pamela la 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 la. Pamela la 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 Pamela. Genau. Hey girl, together we go home across the moonlight. In your WG, also in your WG. At midnight, dirty dreams get ready. At midnight, at midnight, touch, 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 move, move, touch, touch. Hey, girl, hey, hey, girl, I sing for you, I sing Pamela, Pamela, la, 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 Pamela, la, 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 Pamela, la, 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 Pamela. Together, also I show Pamela meine Hood, meine Gang. Quasi mein Umfeld. Meine Gang, die kommt aus dem Erzgebirge. Together we sing a song. Pamela sings hey yo, hey yo. Meine Gang sings hey yo, hey yo. Pamela sings hey yo, hey yo. Meine Gang vom Erzgebirge sings hey yo. Hey yo, hey yo, hololaidi. Hey yo, hololaidi. Together we sing. Pamela, la 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 Pamela. Let's sing together, Pamela la, Pamela la, Pamela la la la, Pamela la la la, Pamela, Pamela. Warte nochmal, Pamela, Pimmel, Pimmel, Pamela, Pamela, Pimmel, Pimmel, Pamela. Hast du gerade Pimmel gesungen? Nö, ich hab das gesungen, was du vorgesungen hast. Der hat doch Pimmel gesungen, oder? Tja, aber ich hab's nur von ihm gehört. Also mein lieber Freund und Kupferstecher, das ist ein Song about my girl. Du entschuldigst dich jetzt bei der Pamela. Du singst jetzt zur Strafe. Pamela, entschuldige bitte, das mit dem Pimmel tut mir leid. Und damit du dir's merkst, alleine. Five times. Du zählst mit. Stop. Pamela, Pamela, la 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 la. Sorry, Pamela. Eins. Pamela, la 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 la. Pamela, es tut mir leid. Zwei. Pamela, la 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 la. Sorry, Pamela. Drei. Pamela, la 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 la. Pamela, es tut mir leid. Drei. Pamela, la 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 la, sorry Pamela. Vielen Dank. Ich hoffe, es ist eine Lehre, Jochen, dass sowas nicht wieder geschieht, dass du das F-Wort in den Mund nimmst. Also P. Du sollst überhaupt keine Buchstaben in den Mund nehmen. So, dann muss ich selber schmunzeln. Also, wenn ich unterwegs bin, wenn wir so auf Tour sind, dann versuche ich immer nach der Show auch so immer so ein bisschen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich das spannendste Teil des Abends. Denn ich möchte natürlich immer wissen, was geht in den Köpfen der Menschen vor sich. Und man spürt sehr schnell, es ist nicht viel, aber man spürt, womit sich die Menschen beschäftigen. Und zum Beispiel einen großen Sektor nimmt das Wetter ein. So, also ich bin jetzt natürlich kein Künstler, also auf meinem Niveau singt man keine Lieder mehr über das Wetter. Aber dieser Sommer war natürlich schon etwas Besonderes. Ne? Also es waren ja geballte Celsius, also das herrschten ja Temperaturen, die ein Thermometer mit Charakter sich weigern sollte anzuzeigen. Und ich glaube, in jedem Menschen
ging in diesem Sommer etwas vor sich und in mir ging etwas auf. Etwas ging auch zu, aber ich veränderte mich. Ich machte Erfahrungen, die ich zuvor nie machen durfte. Ich habe das Gefühl, durch diese permanente Sonneneinstrahlung, ich bin gereift. Und deshalb habe ich ein Lied geschrieben, oder besser gesagt, ich habe es schreiben lassen, dass wir zum Abschluss dieses wunderschönen Abends spielen möchten. Und das ist eine Hommage an nicht irgendetwas, sondern es ist eine Hommage an unseren Sommer. Hört es euch mal an. Mir gefällt's. Er gab sich so, als wäre ich überhaupt nicht da. Und eine schwarze Mütze saß auf seinem dünnen Haar. Ich war verlegen und wusste nicht wohin. Mit meinem Blick, der wie gefesselt an ihm hing. Ich kann verstehen, mein kleiner Olaf, nur weil du jung bist, weißt du nicht, was du fühlst. Doch bleib bei mir, bis die Sonne rot wird. Dann wirst du sehen. Wir gingen beide hinunter an den Strand. Der kleine Olaf nahm schüchtern meine Hand. Doch als ein Mann sah er die Sonne aufgehen. Und es war später. Ja. Und es war Sommer. Das erste Mal im Leben. Und es war Sommer, das allererste Mal. Und als ein Mann sah er die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Es war ein sehr heißer Sommer. Ziemlich heißes Ding. Es war Sommer. Es war ein so heißer Sommer, ich dass es... Ich habe mich kaputt geschwitzt, von morgens bis abends. Es die ganze Zeit, so. Ich pirierte trans. Oh, leck mich an der Füße, ehrlich. Und das von früh bis abends. Ja. Es war wirklich unerwartet. Thorsten Sträter! Das war's von uns. Jochen Barkas, Machete, Herr Stefan Ambass, Olaf Schubert und seine Freunde. Vielen Dank.